Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2 nach so langer Pause jetzt endlich mal wieder was von diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie so ein Dschungel entkommen, weil wir unsere Sniper geholt haben und dann ist alles in die Luft geflogen und bla bla bla. Start habe ich mal gedrückt und fortfahren und Einzelspieler fortsetzen. Akt 3. Schlechtes Karma. Ort Tibet. Zeit 11 Hours. Juliet. Heute. Ja, heute. Nicht wann anders. Fraser, aufpassen. Wir schicken ein Angriffsteam, das hier am Zielort treffen wird. Fraser 3-2, hier ist Gamble 2-1. Die Taskforce ist auf dem Weg zum gemeinsamen Treffpunkt am Übergabeort. Wir könnten wirklich etwas taktische Unterstützung von euch Jungs gebrauchen, wenn wir mehr genug Leute aufmischen. Verstanden? Geht klar, Gamble 2-1. Wir freuen uns schon drauf. Sind nur gerade etwas beschäftigt. Melden uns, wenn wir da sind. Und start! Oh, explodiert immer noch alles. Lauf, Forrest, lauf! Wow, super animiert. Das Gesicht war schwarz. Deal vermasseln, vermutetes Überraschungsmoment. Bin ich der Einzige, der hier ein verdammtes Déjà-vu-Erlebnis hat? Du sagst es. Aber wir müssen das Ganze in den Griff kriegen. Zumindest für Keller und seine Jungs. Das ist wohl der Moment, wo ich Hurra schreien sollte. Also wieder besseres Wissen. Hurra, Bruder! Moment. Oh oh. Kontakt oben auf dem Tempel. Siehst du ihn? Fängt ja super an. Dass wir wieder reinfinden hier. So. Wenn ich drücke, habe ich mehr Energie. So, dann bin ich ruhiger. Gefahr eliminiert. Okay, kein Ding. Weiter. Schöner Tempel auf jeden Fall. Da kommt jemand schnell hinter die Säule. Der Rechte gehört dir. Er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Kann mich nicht sehen. Muss ich jetzt mit Schießen schlagen oder muss ich mit X schlagen? Ja, stimmt, ich muss das drücken. Aber da. Okay, wir rücken vor. Psst, nicht umdrehen. Scheiße, ich vergesse jetzt mal, dass ich hier mit sprinten muss. Ja, Entschuldigung, ich muss auf dein Zeichen hin. Wir warten auf dich. Keine Ahnung, wie dein Tempel aussieht. Bleib ruhig. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen sieht. Warte. Nein, nicht so. Da ist eine Granate. Wunden. Lass mich in Ruhe. Ich sehe dich. Ich muss den scheiß Sniper ausschalten.
Oh, ja, sofort im Visier, der Affe. Sag gute Nacht. Alter, was ist los? Ich wollte gerade sagen, sag gute Nacht und dann kriegt er mich, ey. Okay, nochmal. Cool, ich habe gerade zwei coole Erfolge gemacht. Warum? Weil ich einfach Gott bin. Nein, ich bin das Skyline. Sieht übel aus. Verdammt. Wir müssen so viele wie möglich mit einem Schuss ausschalten. Check mal, ob man bei einem eine Granate offen sieht. Boah, zack, Alter, das war schön. Zack. Großer Fehler. Bitch. Schöner Zug. Weiter geht's. Was für ein Zug? Ich mag Züge. Nein. Ich habe einen Rumpfschrauber. High five, Digga. Feindlicher Heli. Unser Massenvernichtungswaffenfanatiker ist hinzugekommen. Der Wind wird den Piloten eine Weile beschäftigen, aber wir müssen dranbleiben. Gleich quittiert mein Herz. Der kann laufen wie blöd oder was? Lass uns mal schauen. Im Turm auf 1 Uhr sind zwei Scharfschützen. Leg sie separat um, wenn sie sich trennen. Das muss ruckzuck gehen. Möglichkeit mich hinzulegen? Nicht. Leider nicht die Möglichkeit mich hinzulegen. Schalt den zweiten Kerl aus, bevor er sich der Leiche nähert. Ich muss nachladen. Ich habe keinen roten Punkt. Eieieiei. Geschoss. Soldat nähert sich dem Turmeingang. Er darf ihn nicht erreichen. Er hat den Turmeingang erreicht. Ziel rechte Seite. Alles weg. Patrouille nähert sich dem Platz. Erstmal nichts machen. Keine von den Granaten irgendwie offen. Ich sehe da ja keine Granate. Was waren die hier? Sie verteilen sich. Mach dich bereit. Beginn mit dem, der dort umhängt. Dann hält sich immer noch. Er ist tot. Und jetzt den zweiten. Einer hat sich von der Gruppe in der Mitte gelöst. Zeit, ihn zu töten. Nicht schießen, abwarten. Ja, nee, ist klar. Soldaten links vom Schrein. Die Zeit drängt. Versuch einen Doppeltreffer. Ich nehme den linken. Scheiße, das wäre ein Doppel gewesen jetzt. Fast alles geklappt, ey. Da habe ich nur knapp an ihm vorbeigestriffen, ey. Na, will ich jetzt eine kleine Fackeln? Gut gemacht. Wir hauen jetzt ab. Los. Ja, bin dran. Schüsse, geht in Deckung.
Scharfschützen dort oben an der Tempelmauer. Die haben mich schon gesehen. Ah, ist eine Deckung, Arsch. Jetzt hier so ungefähr hier so sehen. Aber er muss erstmal aus der Deckung raus. Ey, da war ich sogar richtig, ey. Ich sehe nicht. Okay, jetzt habe ich einen perfekten Punkt. Verarschen? Ich treffe ja null. Ah, jetzt habe ich ihn. Aber ich vermisse irgendwie dieses. Ich bin da unten. Gamble, wir stecken hier unten am südlichen Haupteingang des Tempels fest. Wir sind bald dort. Bestätigt. Warnung. Wenn du nicht pünktlich kommst, haben wir grünes Licht von Uniform, dass wir angreifen können, wenn es nötig ist. Aber wir heißen deine Himmelskräfte willkommen. Ihr braucht noch nicht zu beten, Jungs. Ich garantiere euch, dass die Kerle mit Feuerregen von oben bestraft werden. Verstanden, Razor. Okay, coole Sache. Lass uns angreifen, bevor die hier fertig sind. Tups. Sauber. Hätte ich mit Pistole machen müssen, ne? Wir gehen vorsichtig rein. Sei auf der Hut. Auf Zehenspitzen. Ziel geradeaus um die Ecke. Ja. Überlass ihn mir. Schade. Fahrzeug, versteck dich. Es fährt wohl vorbei. Lass es. Was soll ich auch großartig jetzt machen? Nein, geradeaus. Ich muss mich ducken. Zack. Alles frei, auf geht's. Das Auto steht immer noch da, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Okay, aber anscheinend interessiert das verherzlich wenig, dass da das Auto noch rumsteht. Ein Feind ist weg. Warte, bis der Schütze im toten Winkel ist und dann schnapp ihn dir. Wieso? Etwas Hilfe, Cole. Das war alles cool. Hast du nicht bemerkt? Etwas Hilfe, Cole. Ich bin der einzige Arsch, der hier was macht, ey. Wer sagt mir, dass er Hilfe braucht? Pussy. Na, sowas nervt mich halt, wenn du dann wirklich immer der Einzige bist. Na gut, sonst wird's halt langweilig, wenn das halt. Ich glaube, wir gehen hoch. Es ist halt langweilig, wenn du halt die ganze Zeit nur zuguckst, wenn dein Kollege was macht, aber so ab und zu mal, dass dann der Kollege sagt, ja, lass mich das mal machen, oder hier und so, vorsichtig, du beobachtest jetzt mal nur und gibst uns Anweisungen, wo wir hingehen sollen oder sowas. Das wäre mal ganz cool, damit man einfach auch merkt, das sind eigenständige Figürchen da. Was war das jetzt? Okay, cool, jetzt geht's los. Wo ist meine Tarnung hin? Boden. Osama.
zur Hölle. Merinovs Scharfschütze. Ich glaube... Nein. Was ist? Ich glaube, es ist Maddox. Okay, wer ist das? Was ist jetzt los? Es fliegt direkt auf uns zu! Anderson, das Cockpit ist beschädigt. Schieß da durch! Schieß durch das Cockpit, jetzt! Ich hab zwar voll daneben geballert, aber okay. Wahrscheinlich direkt auf uns zu, was? Wo ist der Kopfschuss hin? Voll von unseren eigenen Kollegen verraten. Wie, das war's schon? Eieieiei. Okay, cool, ja. Aber jetzt eine Folge rauszuhören, ist mir egal. Okay. Wenn es das Level schon gewesen war, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und hoffentlich, genau, schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr wollt. Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüssi!